Hallo und herzlich willkommen zurück in der Welt von 7 Days to Die. Du darfst. Ach ne, ich muss sagen, Try Day 2. Und Vollkommen Darkest peinlich. Play. Oh, geil. Das, wo du noch vor 2 Folgen gesagt hast, dass wir das langsam drinne haben möchten, drinne haben müssten, das Intro. Was ist denn heute los, ey? Da kommt aber gar nichts mehr. Da kommt gar nichts mehr. Absolut nichts mehr. Ich bin total verpeilt, ey. Ich suche Papier. Daran liegt das. Wahrscheinlich. Boah, das nervt ein bisschen mit den Steinen. Man weiß nicht, wo man schon Steine Oh, ein platziert hat. Buch, ein Buch. Ich habe mich noch nie über ein Buch so gefreut. Was macht ein Bücher? Geben 20 Papier. Krass, woher weiß ich das nicht? Tja, wann beschäftigt man sich auch schon mal mit Büchern mit in dem Spiel hier? Naja, schon. Ich will mich auch nicht wirklich gerade mit Büchern beschäftigen, dann beschäftige ich mich doch nicht mit Büchern im Spiel. So, die Mauer. Gleich ist das alles eingemauert hier, das ganze Haus. Was brauche ich noch jetzt? Ach so, Gunpowder brauche ich noch. Dann kann ich mir noch mal eins bauen. Ein TNT. Ein Tee möchtest du dir bauen? Coolus. Unser Nachbarhaus sieht aus, ist unglaublich. Dass das überhaupt noch hält. Och Mann. Aber die meckern mir eindeutig zu viel, die Zombies. Wo ist die Biene? Wo bist du? Ich. Summ, summ, summ. Oh! Bienchen, summ, Boah, Herrchen. ich krieg hier Paranoia. Oh, der hat. Ach, jetzt komm, leck mich doch am Arsch, ihr scheiß Zombies. Ihr seid echt. Ohne Witz, wer hat euch programmiert? Warum macht ihr sowas? Warte, warte, warte. Bestimmt der Programmierer. Der Spider-Zombie, der sah grad. Och, ich hätte gerade Hallo. fast geschossen. Weil dir gerade Zombies runter. Hinter dir kommt ein Zombie. Weil der muss hinter mir kommen. Hinter mir jetzt, hinter mir hier unten, hinter mir Nee, oder? der ist hinter dir hergerannt, aber ich habe ihn schon Achso, getötet. okay. Das ist ja geil. Du kannst jetzt aus diesen Candy Tin Cans Scrap Ja? Metal machen. Nee. Doch. Fett. Das heißt, du musst dann nicht mehr einfach nur sinnlos stehen lassen, bis du irgendwann mal daraus eine kleine Mine machen kannst. Sondern du Gut, kannst jetzt gut. sinnvoll zu Scrap Metal machen. Das ist doch mal sehr schön. Ja, ist ja auch logisch, oder? Ist ja Metall. Ah, eigentlich ja. So, ich bin schon fast einmal im Haus. Okay, ich bin jetzt auf der einen Seite vorne, bin ich einmal rum und hinten an der rechten Seite von unserem Haus. Bin ich Okay. nochmal mit 3 höher. Kannst ja mal schauen. Ja, ich bin gerade wieder Kannst du im da oben Keller noch und Spikes drauflegen? mache ich dann. Ich bin gerade im Keller und will noch ein bisschen mit TNT rumballern. Okay. Aber das mache ich dann. Der Mann, der mit TNT alles kann. Scheiße, Sehr ich habe schön. keine Scheine mehr. Oh, es hat sich aber gar nicht mehr so gelohnt hier. Viel kaputt gemacht, aber ein wenig zerstört. Schade. Aber man kommt fast nirgendwo mehr ins Haus rein. Ja, eigentlich ist es auch richtig so, oder? Eigentlich schon. Super, jetzt habe ich. Endlich. Na, wer bist du Endlich habe denn? ich mal wieder eine Liedohre gefunden. Ich brauch Scrap-Metal. Ich gehe jetzt auf Scrap-Metal-Suche. Eine Iron-Ohre, genau. Iron. Ich gehe jetzt. Man kommt hier fast nirgends mehr aus dem Haus raus. Oh, ich kann ein Hunting Knife machen. Ja? Ja. Bestimmt einfach nur Eisen und einen Stock, oder? Wahrscheinlich. Nee, ein Schabernstick? Nee, auch nicht andersrum? Nein. Das hat mit Sicherheit, das hat auf jeden Fall was. Ah, nee, ich habe Liedohre genommen. Ich nehme immer das Falsche. Verwechselst du die auch immer? Ja, Hunting Knife. Ich mache mir erstmal ein Hunting Knife, einfach, dass ich eins Boah, habe. wo kommt man hier aus dem Haus raus? Möchtest du auch ein Hunting Knife Ja, haben? Dann mache kannst ich du dir mal nämlich auch maken? schon mal eins. Ich werde jetzt mal rausgehen und mal ein bisschen erkunden. Wir kommen in den, kann, wie kommt man denn hier aus dem Haus nochmal raus? Hier kommt man doch gar nicht mehr raus. Du musst da, wo die Leiter ist, musst du die ganzen Dinger entfernen. Die ganzen Spikes. Krass. Das war die einzige Chance eigentlich, wie wir einigermaßen sicher sind, wenn wir gleich alles sicher machen. Und dann muss ich hier gleich hinter mir die Spikes wieder hin tun. Wieso hatte ich denn gerade den Lade? Meine Maus? Warum habe ich. Ach, egal, komm. Total verwirrt heute, aber egal. So, jetzt habe ich die. Merkt man das, dass ich verwirrt bin? Nee, Es oder? geht eigentlich. Wie immer. Gut. Dann ist Verwirrt. ja gut. So. Jetzt gehe ich mal auf die Tour. Ich habe zwar nicht viel am Start, aber ich guck mal erstmal in die Mülltonnen. Och Mann, jetzt habe ich Mülltonnen offen, Bug. Jetzt geht's wieder. Also Tin Cans auf jeden Fall mitnehmen, sagst. Ja, können wir schön zu Scrap Metal machen und dann zu Eisen.
Zum Scratch Metal. Scratch Metal. Scratch. Scratchendes Scratch Metal. Empty. Rempty. Ist alles Rempty. Empty Scratch Metal. MC Empty Scrap Metal. MC Paper. MC Paper. Hast du Paper? Ja. Nimm Paper auf jeden Fall mit. Ich habe Paper noch nie so wie jetzt gebraucht für TNT. Also schneller als mit TNT kannst du nicht abbauen. Ich werde jetzt auch mal wieder neue Flüssigkeit und Nahrung mitnehmen. Flüssigkeit haben wir eigentlich noch? Bei dir im Keller jede Menge? Fast nicht mehr, oder? Doch, bei dir im Keller haben wir noch was. Hinten in deiner Küche. Okay. Aber Essen. Essen ist mager. Und was sehr gut Essen gibt, ist der Honig der Hornet. Ja? Buchs auch mitnehmen, ne? Buchs? Ja. Ja. Ja, alles mitnehmen. Okay. Ich nehme einfach jetzt alle. Oh, da ist die Treppe gesprengt. Aua. Super. So, was habe ich denn? Das Haus ist ja deponiert. Da werde ich jetzt mal nicht weiter gucken. Das haben wir ja gesprengt mit den TNT an der Seite. Da wird sich nicht mehr viel finden. Jetzt auch ein Megaloch, was du gesprengt hast. Ich? Warum habe ich denn alles immer gesprengt? Wie macht man diese Blöcke? Welche? Diese Blöcke, diese Eisenblöcke. Erst bei Reforging Metal. Okay. Und dann Short Metal Pipes. Okay. Und dann kannst du aus den Short Metal Pipes die... Metal Trussing? Genau. Die Metal Trussies. Oh, ich habe Can of Tuna. Thunfisch, auch sehr lecker. Ich mag's. So. 12 habe ich. 12 Metal Trussing. Und jede Menge Steine habe ich. Das ist ja auch schön, wenn man ein paar Steine hat, oder? Ja, Steine in der Tasche sind immer gut. Mit Steine in der Tasche hast du immer was zu nasche. So. Aber ich glaube, ich gehe jetzt wirklich noch auf die Suche nach Paper. Ja. Jede Menge Papers. Das haben die sich voll von Scary Movie geklaut, dass man aus dem Buch Papers machen kann. Weißt du, was das einzige Vorteil an dem Buch ist? Was denn? Jede Menge Papers. Ja. Ja. Oh, hier ist echt nichts mehr, ey. Als ob wir zwei Gaskranke drin waren und alles schon mitgenommen haben. Oh Mann, wer war denn das wohl? Ich weiß echt nicht. Ich hab schon 4 Bücher, 5 Bücher. Okay, aber ich werde mal ein paar Löcher flicken. Ich hoffe mal, das sind die Harry Potter Teile, da sind viele Paper drin. Ja, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. 700 Seiten, aber erstmal genug Papier. Ja, ist eh komisch, welches Buch hat nur 20 Seiten, oder? Deine Biografie, nein. Yeah. 20 Seiten, hätte ich nicht gedacht, dass hier auch so viele kommen. Oh, ich habe eine Pistole und ein Magazin gefunden, das ist ja mal was ganz Neues. Okay. Dass ich sowas noch in der... Boah, hier summt die ganze Zeit eine Biene. Was ist das für eine Zusammenstellung? Küchenmöbel, Küchensachen, eine Toilette und ein Sofa in einem Raum. Ja, da fällt mir leider ehrlich gesagt nicht viel dazu ein. Mir fällt ja sonst immer auf alles Mögliche irgendwas ein, aber... So, Wasser werde ich jetzt nicht mehr mitnehmen, ich habe genug. Was sagt doch, empty. Die empty Dinger, die kann man noch mit... Was ist das denn? Ach, du hässlicher Vogel, warum schlägst du mich? Meinst du, es gibt noch Häuser, wo wir überhaupt nicht drin waren? Ich glaube nicht. Ich bin gerade so die Lage am checken. Aber ich glaube, es gibt noch Häuser, wo wir noch nicht drin waren. Meinst du? Ja. Untouched, hier ist noch ein Sportback. Och Mann. Eine Pistole. Die Serververbindung, die ist echt gerade sowas von bescheiden. Ja. Okay. Ja, mein PC arbeitet. Meine Hand schläft ein. Beim Zocken, wie geht denn sowas? Okay. Das habe ich noch nie gehabt. Das ist dubios. Ja. Ich glaube, ich habe ein Haus gefunden, wo wir noch nicht drin waren. Okay. Krass. Da waren wir echt noch nicht drin. Okay. Hier sind noch Tincans. Papers. Oh, Papers nehmen Sie bitte mit. Oh, alle Küchen sind noch voll. Okay, sehr schön. Okay, nur dass da nichts drin ist. Oh Mann. Aber wir waren hier noch nicht drin gewesen. Okay. Definitiv nicht. Definitiv. Das ist definitiv von Genitiv. Hier steht überall... Ah, hier ist noch ein Tin Can. Ach, du bist doch echt scheiße. Warum geht das nicht? So, hier habe ich wieder mal einen Grafikbug. Dann möchte ich eigentlich nicht durchlaufen. Einfach machen. Ja, nee, nicht so. Ja, ich habe immer jetzt diese Paranoia, dass ich ins Leere falle. Okay.
Hey, hier hängt ein Zombie ab. Was geht mit dir? Willst du mit mir zusammen abhängen? Oh, hier ist das ehemalige Sprengloch. Kennst du noch das ehemalige Sprengloch? Ja, das hatte ich doch gerade schon mal angesprochen, oder? Hat das Haus kein... Ach, hier geht's hoch. Oh, hier sind wahrscheinlich 500 Zombies drauf. Ist auch geil. Einfach mal in den Keller gefallen hier. Ach, du auch gerade? Ja. Gut, da bin ich auch reingefallen. So, das ist noch ein Book. Das Book of... Shotgun. Das Book of... The Book of... Nicht The Book of Ely, The Book of Aha. Yay. Ja, aber ansonsten ist alles relativ empty hier, oder? Also, oh, bei mir geht das voll ab hier. Ich bin eigentlich auch noch in der Nähe vom Haus, das ist wahrscheinlich mein Fehler. Hier ist sogar noch eine ungelootete Gartenhütte. Okay. Wahrscheinlich finde ich jetzt noch ein Auge oder so. Oh, da juckt die Nase. Das ist nicht gut. Oh, dann ist mal, da finde ich meistens immer das Beste. Oh, wenn die Nase juckt. Ja. Das ist der magische Riecher. Wenn die Nase juckt, ist Geld in der Nähe. Ne, eine Taschenlampe. Oh, das lohnt sich auch. Oh, take all, take all. Ich glaube, ich habe noch ein Haus, wo wir noch nicht drin waren. Also ich habe eine Gartenhütte auf jeden Fall gefunden, wo wir noch nichts drin haben. Och man, ich finde das doof, das sollen die patchen, dass man die Taschen nicht aufkriegt. Und ich habe mal ein Vogelnest gefunden. Das heißt, ich habe eine MP5 gefunden. Nochmal zwei Bücher. Ich kann mir wirklich endlich mal ein paar Arrows machen. Error. Das Haus, da könnte man auch noch nicht drin gewesen sein. Da gehe ich jetzt mal rein. Hier ist noch Wasser. Wasser mit Keller. Wasser, du bist, was du isst. Aha. Nee, hier waren wir auch noch nicht drin. Hier ist alles angetouched. An? Angetouched. Hier ist alles an, der Fernseher läuft noch. Sehr gut. Oh, das ist sehr, sehr gut hier. Ach, du bist ein hässlicher Vogel. Oh, ich muss nachladen. Danke. Nicht du, der Zombie. Wie ich die Folge alles auf mich beziehe, ist sehr lustig. Hammer. Habt ihr das gesehen, Freunde? Habt ihr das gesehen? Ich schieß den Zombie dreimal an, okay. Einmal portet er sich zu mir und schlägt mich innerhalb von 5 Sekunden viermal. Ach, innerhalb von einer Sekunde. Okay, Sachen gibt's? Ja, so ein Hacker, weißt du? Ist ganz komisch. Auf einmal kommen die Schläge alle auf einmal. Ja. Wenn die patchen das Spiel kaputt. Ja, das ist halt die Frage, wie groß das Risiko ist, wenn der immer in so einem Intervall patcht, ob du da nicht siehst du doch gerade. Sachen dann vernachlässigst. Boah, ich trinke was und ungefähr eine Minute später kommt das. Okay, das liegt am Server, da bin ich dran schuld. Eine Minute. Ach ne, ich muss nur nach oben gehen. Ich will gar nicht nach oben. Da kommt bestimmt... Was brauche ich denn mal? Eine Kohleohre kann weg. Warte mal, ich trinke die Kiste an. 1, 2, 3, hier. Passiert gar nichts. Passiert auch nichts. Ich kann alles untouched hier drin in der Bude und ich kann nichts öffnen. Okay. Ja, darum ist es wahrscheinlich untouched. Deswegen ist es angetouched. Ach, das ist doch echt... Ich habe keine Ahnung, wo ich die Sachen jetzt aufgesammelt habe. Ich... Hat sich einfach geöffnet, ein Bildschirm. Yay. Boah, das ist so buggy. Buggy. Boah. Ich habe einen Hunting Knife gefunden. Hunting Knife? Na, Kneife. Schön. Ich habe dir eins gemacht. Sieht cool aus. Ruf, dass man die Klinge nicht sieht. Dass man nur die Klinge sieht, ne? Ja. Ein paar Abstriche muss man halt machen. Ich werde das jetzt mal testen, wie stark das ist. So, Ladies and Gentlemen, wo seid ihr? Ich möchte spielen. Ich habe wenigstens ein paar Magazine gefunden. Och, scheiß Sportback geht auch nicht auf, ey. Ist echt zum Kokain. Du kannst knicken, ich kann nichts mehr öffnen. Gar nichts. Da, Buch. Das liegt bestimmt am Server. Ja, definitiv. Müssen wir dann mal neu starten. Ich würde sagen, Uhr zeigt 14:30 an. Ich habe 13 Bücher. Dass wir mal wieder Schluss machen und uns in der nächsten Folge wiedersehen. Vielleicht mit einem bisschen besseren Server dann. Ich habe jede Menge Papers dabei. Ich kann so viel TNT bauen. Ich die ganze zum Abschluss gucke ich auch nochmal, wie viel Books ich habe. Ich hab 306 Papier. Reicht dir das? Auf jeden Fall. Da gehen mir dann schon wieder die Yucca-Fibris aus. Ja, da muss in die Wüste gehen und dann mal ein bisschen gucken. Yucca-Fibris habe ich nur noch 15. Ich brauche, Ich muss das irgendwie kennzeichnen, in welchem Haus ich war. Aber wie kennzeichne ich das?
Aber mit so viel TNT, da lässt sich auf jeden Fall was anstellen. Und ich finde unser Haus nett. Ist das peinlich? Ach, es geht eigentlich. Ich weiß jetzt, wie ich das Kenter, ach Enter, kennzeichne. Ich mache hier so ein. Ach, Ja. muss erstmal das Gras wegmachen. Musst du erstmal ins Gras beißen. Ja, nee, ich muss das Gras hier wegmachen. Jetzt habe ich aus den Sticks, die ich in der Tasche hatte, ein Kreuz gemacht, weißt du? Aha. So ein Kreuz vor deinem Haus. Dann weiß ich, dass ich hier aufgehört habe fürs nächste Mal. Okay. Kann auf So, keinen jetzt Fall habe ich hier schaden. was gekreuzt. Da war ich. Also. Ja, da sind noch ein paar Häuser nach rechts hin. Und du sagst, es wird Zeit für einen Break. Es ist Zeit für ein Break. Aber vorher teste ich noch das Messer und dann ist der Break am Start. Zwei Weißt Schläge auf den Zombie. du, wo unser Haus ist? Ja. Wo denn? Komm zu mir. Boah, ist das Messer stark. Ich Ja? benutze keine Waffe mehr. Du werde ich auch noch mal testen. Warte, ich nehme den linken. Zwei Schläge. Stimmt. Es ist einfach nur Ultra das Ding. Folg mir. Da lang, weil ich habe so einen großen Grafikbug, ich sehe gar nichts mehr. Boah, das Geil. ist. Das Messer ist echt Killer. Geil. Es ist ja besser als eine Pistole. Vor allen Dingen ist es auch erstmal haltbar, oder? Ja, definitiv. So, ist hier unser Haus irgendwo? Weil ich sehe hier Ja, gar nichts bleib mehr. stehen. Ne, ich sehe gar nichts mehr. Das bringt nichts. Wir gehen jetzt einfach runter vom Server. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Und ciao.